Okay, wir reden jetzt über Interference. Interference vom französischen Entwickler Schönock bzw. Anthony Bayer. Schönock ist nur der Künstlername quasi. Das ist ja nur eine Person, oder? Es ist einer ganz alleine, genau. Der ist 28 und hat vorher bei Gameloft gearbeitet in Kanada. Gameloft ist jetzt nicht unbedingt für tolle Spiele bekannt aus dem Mobile-Bereich. Die sind ein relativ bekannter Entwickler und Publisher im Mobile-Bereich. Die haben diese Modern Combat-Serie gemacht. Das ist so ein bisschen Call of Duty-Abklatsch. Welche Aufgabe hatte er da immer? Er war da hauptsächlich Artist. Also er hat Konzeptgrafiken erstellt und 3D-Modelle und so ein Kram. Und jetzt programmiert er halt auch noch dazu. Jetzt, er hat sich halt währenddessen so in seiner Freizeit Programmieren beigebracht nebenbei. Kann man ja ganz ja. einfach. Ja, und hat dann halt einfach irgendwann festgestellt, ich bin jetzt so weit, dass ich vielleicht ein eigenes Spiel machen könnte. Hat dann gesagt, okay, ich höre jetzt auf bei Gameloft und gehe zurück nach Frankreich. Und jetzt hat dann Interference angefangen, genau. Genau, und wie wir sehen, ist das ja so eine Art Cyberpunk Jump'n'Run genau. mit Puzzle-Elementen. Also er bezeichnet selber immer als Stealth-Puzzle-Plattformer, weil Stealth, ganz klar, du hast wenig Möglichkeiten tatsächlich den Gegnern irgendwas entgegenzusetzen, du kannst dich nicht groß wehren. Ja. Man bekommt zwar, glaube ich, im Verlauf des Spiels später, also ist zumindest geplant, ich glaube in der Demo gab es das auch schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so eine Art Taser, mit dem man die dann kurzzeitig stunnen kann, aber es ist nicht so, dass man dann irgendwelche Knarren hätte oder so und die dann niederballern kann. Ja, also wenn ich jetzt so Szenen wie diese hier sehe, dann erinnert mich das ganz stark an Mark of the Ninja. Ich glaube, das kommt vom Gameplay her ungefähr. Das hat er neben Gunpoint auch noch als eine der großen Inspirationen dafür genannt. Und dann hat man natürlich diese Puzzle-Elemente, wo man dann ganze Levelteile verschieben kann, was mich an so Jump'n'Runs wie Snapshot zum Beispiel erinnert, wobei das da ein bisschen anders ist. Ja, stimmt. An Snapshot war ich auch ein bisschen erinnert. An sich ist die Mechanik, also genau in dieser Form habe ich sie auch noch nirgendwo gesehen, bis jetzt ehrlich gesagt, also ich zumindest nicht. Und ich finde die Idee sehr gut, wenn man das jetzt, also da ist es im Moment in der Demo, ist es ja noch, sind es relativ kleine Elemente, man hat halt irgendwie 3-4 Teile des Levels, die man dann halt so durcheinander schieben kann, so ein bisschen wie diesen Rubik's Cube, diesen Zauberwürfel. Ja. Und dann wird er später noch, habe ich zumindest gelesen, es ist glaube ich in der Demo noch nicht vorhanden, soll man dann, während man an diesem Terminal ist und hackt, geht man halt quasi in den Cyberspace und wird dann halt angreifbar für irgendwelche Viren oder so und muss sich dann währenddessen auch noch gegen die wehren. Da bin ich sehr gespannt, wie man das dann umsetzt. Die Idee finde ich an sich schon mal richtig cool und ich bin ja sowieso ein großer Fan vom Cyberpunk-Setting, was da auch ganz gut umgesetzt finde ich. Ja, die Musik finde ich auch gut von einem Trailer. Erinnert mich ein bisschen an Mass Effect. Ja, genau. Aber die Musik, also sofort als die einsetzte, dachte ich mir, ja, das ist Cyberpunk, genauso ungefähr stelle ich mir das immer vor. Also das passt schon sehr gut. Oder? Naja, aber die Crowdfunding-Kampagne war ein Fehlschlag. Ja. Und das Ganze steht jetzt ein bisschen auf Messerschneide, aber ist wahrscheinlich wert. Also, hast du schon gespielt? Kann man das schon spielen? Man kann die Pre-Alpha-Demo, also quasi den Prototyp, wenn man so will, der aber schon ganz gut aussieht, also es sieht nicht aus, als ob er unfertig wäre, es ist halt irgendwie wie eine Demo. Ja, hast du den schon gespielt? Den kann man sich ganz frei auf der Website runterladen, das ist gar kein Problem. Also läuft unter Windows, Mac und Linux bis jetzt. Ja, und so deine Einschätzung dazu ist schon gut spielbar, oder was? Ja, also ich fand das schon sehr gut. Also es gab hier und da ein paar Kleinigkeiten, dass es ein bisschen zu einfach war, weil man halt direkt sofort wieder an der Stelle zurückgesetzt wurde, wo man gestorben ist. Ist ja wahrscheinlich dann auch das erste Level. So. Ja, das habe ich auch im Interview dann mit ihm erfahren, dass er da den Schwierigkeitsgrad definitiv ein bisschen fordernder machen wird. Das ist jetzt einfach damit man in Ruhe die Demo. Ich glaube, so den Schwierigkeitsgrad, das stellt man auch dann ganz zum Schluss ein, wenn dann alles fertig ist. Ja, genau. Das ist halt da sehr viel mit Balancing zu tun. Wenn es denn jemals fertig wird. Ich denke schon, dass er das hinkriegt, ja. Also ich meine, er hat jetzt ganz alleine schon ein bisschen was auf die Beine gestellt. Jetzt wird er wahrscheinlich noch so das ganze Jahr über dran basteln. Und dann wie geht denn das jetzt weiter? Er kriegt jetzt ja kein Geld dafür, wenn das nicht... Genau, also auf Indiegogo gibt es ja zwei Formen, anders als bei Kickstarter. Da gibt es einmal das Fixed Funding und einmal das Flexible Funding. Beim Flexible bekommt man halt dann trotzdem noch einen Teil des Geldes, obwohl man das Ziel nicht erreicht hat. Und er hat das andere genommen? Er hatte das Fixed Funding, genau. Fixed Funding war dann halt leider nichts. Er hat, glaube ich, 3.000 von 25.000 zusammenbekommen. Also weit entfernt. Ja, was aber, wie gesagt, nicht an der Qualität des Spiels liegt, weil er hatte sogar eine fertige Demo, die man spielen konnte, die auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Ja. Und ich habe es auch persönlich unterstützt. Aber auf Indiegogo hat man einfach noch ein viel größeres Problem tatsächlich, da die Bekanntheit zu erlangen und die Leute da hinzulotsen. Also bei Kickstarter hat man irgendwie allein durch die Plattform, weil die Plattform selber schon viel bekannter ist, ist ein bisschen leichter, die Leute da hinzulotsen. Und ich glaube, als Europäer hat man im Moment, glaube ich, nicht so die Möglichkeiten, auf Kickstarter raufzukommen und deswegen nutzen viele von denen dann irgendwie Gogo. Naja. Und ja, da scheitern relativ viele Kampagnen leider. Ja. Aber ich habe da selber auch schon eine vor anderthalb Jahren oder einem Jahr unterstützt,
die ist auch gescheitert. Also da kamen irgendwie 1000 Euro von 20.000 zusammen. Und er hatte Flexible Funding, er hat ein bisschen was bekommen, aber es hat nicht so wirklich geholfen. Und der Spiel ist trotzdem noch erschienen. Vielleicht liegt das an dir, vielleicht bist du so eine Art Unglücksrabe für die Leute. Ja, das kann natürlich sein, dass ich mir nur die Spiele rauspicke, die dann unweigerlich zugrunde gehen müssen wegen mir. Aber ja. Naja, was kann man tun? Man kann auf Causal gehen und sich da die Informationen anlesen, durchlesen. Der Link ist jetzt hier unter dem Video zu finden. Ja genau, wir haben da ein deutsches Profil und in Englisch ist auch schon die Preview online und ein Interview dazu auch mit dem Entwickler. Genau. Wo ich mich ein bisschen mit ihm allgemein über die Indie-Szene unterhalten habe und wie er eigentlich zum Entwickler geworden ist und was für Pläne er eigentlich mit Interview hat. Also sehr interessantes Zeug und vor allen Dingen, um das zu unterstützen, am besten Demo runterladen und ganz viel Kommentare schreiben, auch auf seiner Seite und so weiter, damit er auf jeden Fall merkt, dass da auf jeden Fall Support Interesse da ist und besteht, dass er weiterentwickeln soll. Er hat sowieso vor, es weiterzuentwickeln, aber gerade jetzt braucht er noch ein bisschen Unterstützung. Oder ein bisschen seelische Unterstützung. Ist, ja. Gut, dann viel Spaß auf causal.com und vielen Dank. Bis dann.